Dimot sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Die ganze Woche war es sehr ruhig im Mod Hub. Heute ging es wieder, sagen wir mal, normaler weiter. Und zwar zum Freitag, kurz vor dem Wochenende, gab es doch einige an neuen Mods. Und zwar sind es 14 neue Mods, eine neue Karte und 7 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Daniel, Andreas und AS1 Bart für die neuen Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Frankenmuth Farming Map von Taylor Farms. Downloadgröße 180,87 MB, jetzt in der Version 1.5.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist anscheinend die erste und einzige Karte bis anhin, eine Vierfachkarte, die auch für alle Plattformen da ist. Und zwar sagt das Änderungsprotokoll: Wasser in Gräben hinzugefügt, kaufbares Land angepasst, um mehr Waldflächen zu erschließen. Verträge für den Zug nach Goldcrest Valley wurden entfernt. Goldcrest Valley wurde in Birch Run Township umbenannt. Beleuchtung in platzierbaren Schuppen wurde angepasst. Beleuchtung in platzierbaren Schuppen wurde angepasst. Angepasste, hinzugefügte KI-Splines für eine bessere Navigation mit der KI. Benutzerdefinierte Erntekalender hinzugefügt. Mais kann im Dezember geerntet werden. Zuckerrüben können im September geerntet werden. Schneemaske entfernt, wo Gebäude platziert wurden. Erntepreise wurde an den Verkaufspunkt des Zuges angepasst, um sie lohnender zu machen. Ganz wichtig ist, es ist kein neuer Spielstand erforderlich, die alten Spielstände können also weiterhin verwendet werden. Falls ihr die ursprüngliche Map-Tour verpasst habt, dann bitte gerne oben rechts auf das i klicken, damit ihr diese Tour nachholen könnt. Das zweite Update kommt für den Kuhstall 30x18 von Piesel, Downloadgröße 18,11 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Konsolenunterstützung hinzugefügt, visuelle Verbesserungen, Performance-Verbesserung, Kollisionen wurden allen Wänden und dem Zaun hinzugefügt, um zu verhindern, dass verschüttetes Material hinter die Wände fällt, Glas an den Fenstern angepasst. Das nächste Update kommt für den ESC Großer Schuppen von DH Modding, Downloadgröße 4,05 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Kollision behoben und neue Schuppen hinzugefügt. Das nächste Update ist für den BMFR 2 Greifschaufel vom Fred Modding, Downloadgröße 3,11 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Texturen verbessert, 3D-Bearbeitung. Auch von Fred Modding kommt das nächste Update, und zwar die BRT-Schaufel, Downloadgröße 0,87 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Texturen verbessert, Moddesk-Version erhöht. Wir kommen zum nächsten Update, und zwar ist das der Abkippseiten-HUD von Sperrgebiet, Downloadgröße 26 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Register Specialization Lua geändert, damit mit LS22 1.4.0.1 kein Fehler mehr ins Log geschrieben wird. Moddesk-Version erhöht. Und wir kommen zum letzten Update, und zwar ist das der Universal Autoload von Loki79, Downloadgröße 54 KB, jetzt in der Version von 1.0.2.1 und ist für PC und Mac. Leider habe ich keinen Changelog gefunden für die Version 1.0.2.1, wobei hier die Version angegeben wird von 1.0.2.0. Und der Changelog hier sagt: Aktualisiert für die Verwendung mit 1.4.1.0. Ja, das sind also die Updates von heute. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist dies eine neue Karte und heißt Westliche Wildnis. Kommt von Alien Jim, Downloadgröße 136,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Bitte oben rechts auf das i klicken, damit ihr diese Kartentour natürlich auch noch seht.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese Valtra Koffergewicht. Kommt von Pharmarie 99, Downloadgröße 3,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht standardmäßig mit 320 Kilo und kostet 800 Euro. Das Gewicht kann erhöht werden von 320 Kilo auf 640 Kilo. Anhängerkupplung kann hinzugefügt werden, und zwar sieht man es hier kaum, das ist dann diese Kupplung hier. Hauptfarbe kann geändert werden von schwarz zu grau und betrifft die Gewichtselemente. Und die Designfarbe kann aus der Standardpalette ausgewählt werden und betrifft den Rahmen. Die nächste neue Mod heißt KR Pan RD 1600E, kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 3,06 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dies ist ein Frontpolterschild für natürlich die Forstwirtschaft. Kommt mit einem Gewicht von 385 Kilo, braucht 80 PS und kostet 3150 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich die Stange. Wir kommen zu der Lizard Walze 2.5 von Pushcup, Downloadgröße 2,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Walze mit einem Gewicht von 536 Kilo, braucht 31 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 m und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 1500 Euro. Anhängerkupplungen können hinzugebaut werden, und zwar so. Das heißt, hier können dann jeweils rechts und links nochmal eine Walze angehängt werden, damit man die Arbeitsbreite auf 7,5 Meter erweitert. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage angehauchten Farbpalette und betrifft den Rahmen. Und die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft die Walze. Es gilt zu beachten, damit diese Walze funktioniert, muss sie am Feld aufgeklappt werden. Die nächste neue Mod heißt 2,20 Meter Schneepflug, kommt von PET, Downloadgröße 1,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schneepflug mit einem Gewicht von 650 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 2,20 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 5 km/h. Der Preis? 2400 Euro. Hier kann eine einstellbare Gleitkufe eingebaut werden, und zwar so, ja oder nein. Das Anhängersystem kann geändert werden von Standard zu Schnellkuppeldreieck und wieder zurück. Und das war's auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum selbstgemachten Flüssigkeitentank von Tomsky, Downloadgröße 2,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser kleine Anhänger mit einem Volumen von 1000 Liter, wiegt 592 Kilo, hat ein maximales Zuladegewicht von 408 Kilo und kostet 1000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage angehauchten Farbpalette, die Felgenfarbe natürlich auch, und diese Palette ist sogar noch etwas größer. Dieser Tank wird aufnehmen Milch, Wasser, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Ich habe ein bisschen Bedenken, das maximale Zuladegewicht ist 408 Kilo. Wenn ich das mit Wasser befüllen soll oder will, werde ich diesen nicht auf 1000 Liter füllen können. Die nächste neue Mod heißt Fliegeltransportbox. Kommt von Fabian und GoGoBear. Downloadgröße 1,36 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Transportbox mit einem Gewicht von 300 Kilo und kostet 2500 Euro. Es kann ein Aufbau hinzugebaut werden, entweder ja oder nein. Untergelenkkugeln können auch hinzugebaut werden, wobei ich jetzt hier keinen Unterschied erkenne. Der Ankopplungstyp, der kann geändert werden von keine Anhängung, damit kann er mit dem Gabelstapler wahrscheinlich bewegt werden, dann ein Schlepperdreieck oder den Dreipunkt. Die Hauptfarbe kann aus dieser Farbpalette gewählt werden, und zwar einmal zerkratztes Metall, verzinktes Metall, dann Rot, Rot 2, Orange, Grün, Grün 2, Blau, Grau und Schwarz und betrifft das Netz. Und die Designfarbe kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft den Aufbau. In dieser Box habe ich reingemacht die mobile Holzverkaufsstelle. Die kommt von Joos, Downloadgröße 0,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar ist diese zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstation. Das sind, ist also diese Verkaufsstelle hier. Kostet 500 Euro zum Platzieren und 0 Euro Unterhalt pro Tag. Und diese kann natürlich irgend mit einem Werkzeug wegtransportiert werden. Hier in diesem Falle mache ich es mit der Superkraft. Die kann dann entsprechend auf einen Anhänger, auf einen Pickup und so weiter gebracht werden. Und damit kann die Verkaufsstelle mit in den Wald genommen werden. Und dann kann das Holz direkt vor Ort verkauft werden. Es gilt zu beachten, da dies ein platzierbares Objekt ist, wird nach jedem Spielstart die Verkaufsstelle wieder da sein, wo sie als erstes hingebaut worden ist. Die nächste neue Mod heißt Steinschaufel, kommt von Maxter, Downloadgröße 2,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Standard-Füllvolumen von 425 Litern, wiegt 230 Kilo und hat eine Arbeitsbreite von 1,40 Meter. Der Preis 1400 Euro. Hier gibt es verschiedene Ausführungen, und zwar die 140er, die 200er, die hat dann ein Füllvolumen von 500 Litern und eine Arbeitsbreite von 2 Metern. Und die 2,40 Meter, die ist dann 365 Kilo und fast 650 Liter. Wir kommen zum Lizard Next. Dieser kommt von Axari, Downloadgröße 34,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser wahrscheinlich Offroad LKW mit einer Leistung von 312 PS standardmäßig, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 480 Litern, 70 Litern für DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 8,3 Tonnen. Der Preis 84.800 Euro. Die Motorenausführung, da gibt es die 536er mit 312 PS oder die Cheat-Version, die hat dann 600 PS. Die Reifenvariante klicke ich einmal kurz durch. Da gibt es, glaube ich, circa 4 oder 5 verschiedene Optionen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft natürlich die Kabine. Wir kommen zum MAN TGX Forst Spezial von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 41,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW natürlich wie gewohnt von HR Forst und Fahrzeugbau mit einer Leistung von 500 PS standardmäßig, hat eine Tankfüllmenge von 490 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht ist bei 19,1 Tonne und kostet 205.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Continental und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich hier nicht im Detail durch, da es sehr, sehr verschiedene Varianten gibt. Dann gibt es wie immer bei den HR Forst- und Fahrzeugbau-LKWs gibt es den Steinschlagschutz. Das ist der hier. Scheinwerferschutz natürlich auch. Dann gibt es den Frontblitzer, der ist dann hier vorne hier eingebaut. Dann gibt es die Sonnenblende klein oder groß. Dann gibt es die Fanfare, die wird dann hier außen angebaut. Bullbar gibt es auch und einmal ja und einmal mit Licht. Windabweiser, die kommen natürlich hier oben hin. Dachbar gibt es hier auch, einmal ja und einmal mit Licht. Dann gibt es das Sonnenblendenmaterial, wird gewählt zwischen Plexiglas und Plastik. Die Motorenausführung wie gewohnt 500 PS, dann 640 PS und 880 PS. Zusatzspiegel gibt es natürlich auch noch, das sind dann diese Spiegel hier an der Seite. Dann gibt es die gewöhnliche Farbpalette von HR Forst und Fahrzeugbau, die ist immer sehr, sehr groß. Das gibt einmal für die Kabine, dann gibt es für die Runken, das sind natürlich diese hier. Die Kranfarbe kann natürlich auch geändert werden, die Zangenfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe ist natürlich auch veränderbar. Es gilt zu beachten, dass dieser aufgelegte Anhänger mit dem Kran runtergenommen werden kann und damit natürlich, wie es hier in der Beschreibung steht, Mautgebühr verringert und natürlich auch Sprit spart, damit man einfach besser und schneller zum Zielort kommt. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Tanksäule von Pregel LE, Downloadgröße 2,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden
Im Barmenü unter Gebäude und Tools ist diese Tankstelle hier. 1500 Euro zum Platzieren und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Das scheint noch eine alte Zapfsäule zu sein, denn hier wird noch in Mark bezahlt. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Düngerproduktion von Zottel Zockt. Downloadgröße 5,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier vier verschiedene Einheiten zum Platzieren. Einmal die Düngerproduktion aus Gärresten für 55.000 Euro. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, die aus Mist Dünger macht, zum Preis von 45.000 Euro. Dann gibt es dasselbe aus Gülle, auch für 45.000 Euro. Und dann gibt es noch die Flüssigdüngerproduktion zum Preis von 75.000 Euro. Und zwar können wir sehen, aus 1000 Einheiten Gärresten wird 250 Einheiten Mineraldünger. Das Rezept für die Düngerproduktion aus Gülle ist 1000 Einheiten Gülle macht 500 Einheiten Mineraldünger. Das gleiche Rezept gilt natürlich für Mist. Und dann gibt es noch die Flüssigdüngerproduktion, die braucht dann 1000 Einheiten Wasser plus 500 Einheiten Mineraldünger und daraus entsteht 1500 Einheiten Flüssigdünger. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt dieser Hofdiesellager von Cassie Blair. Downloadgröße 0,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Ist dieses Hofdiesellager mit einer Kapazität von 500.000 Litern. Der Preis zum Platzieren ist 46.500 Euro. Und wie gesagt, hier kann man sowohl Diesel einfüllen, man kann hier auch Diesel kaufen und natürlich kann man auch seine Maschinen hiermit betanken. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt dieser Rustikale Silo. Kommt von BK Mods, Downloadgröße 4,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Ist dieses Silo hier 10.000 Euro zum Platzieren, Multifruchtfähigkeit und mit dem Volumen von 500.000 Litern. In der Beschreibung wird der Hinweis gemacht, dass da auch Gras, Stroh, Heu und Silage gelagert werden können. Ich wollte gerade den Spielstand beenden und da sehe ich, dass gerade die Factsheets heute am Freitag herausgekommen sind von Giants. Und zwar betrifft das nächste DLC. Und zwar ist es so, es scheint, dass eine neue Marke kommt, und zwar AGI Westfield. Scheint eine US-Marke zu sein. Da gibt es erste Einblicke, und zwar haben wir hier das AGI STX 1051 Überladerohr. Kostet 18.500 Euro, braucht 38 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 44 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h und wiegt 1,05 Tonnen. Im Hintergrund sehen wir den Hopper Bin von AGI Westil, ist natürlich ein Silo, kostet 24.000 Euro und hat ein Füllvolumen von 125.000 Liter. Das zweite Factsheet zeigt natürlich noch einmal ein Überladerohr, und zwar das BCX 1549. Kostet 19.500 Euro, braucht 32 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 45 Litern, die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 5 km/h und wiegt 1,7 Tonnen. Im Hintergrund hier sehen wir den Smooth Wall Bin, natürlich auch ein Silo. Kostet 18.000 Euro und hat ein Volumen von 76.000 Liter. Mit den weiteren Informationen bestätigt sich also nicht, dass die AGI Westfield in einem neuen DLC dann kommen wird, sondern es wird wahrscheinlich eine zusätzliche Runde geben an kostenlosen Mods, und wahrscheinlich wird das dann mit einem Update kommen. Und zwar heißt es hier, dass dies in Kürze sein wird und auch völlig kostenlos. Das heißt, das ist nicht Part von diesen DLCs. Nächsten Freitag soll es weitergehen mit mehr Informationen. Wir können also gespannt sein. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne den Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Videos und auch andere Videos auf diesem Kanal verpassen willst, dann bitte gerne das Abo abholen.
Die Woche war sehr ruhig bezüglich den Mods. Ich hoffe, nächste Woche wird es wieder ein bisschen bewegter. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Vorbeigucken. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, genießt die Zeit, genießt die Sonne, genießt den Frühling und wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.